Die Targobank-Akademie in Rade vorm Wald. Für Bankangestellte ist die Trainingsakademie in dem idyllischen Städtchen ein regelmäßiger Treffpunkt. Pro Jahr werden hier rund 23.000 Mitarbeiter geschult. 6 davon nehmen an dem Führungskräfteseminar Gesund führen teil. Mit dabei ist unter anderem Dilek Akmesh. Die Filialleiterin aus Bochum geht mit besonderen Erwartungen in das Seminar. Ich habe ein ganz tolles Team mit 6 Personen insgesamt. Ich möchte denen was Gutes tun für die Zukunft. Ich möchte mich auch auf der anderen Seite natürlich auch selber gesund entwickeln und auch meine Gesundheit beibehalten. Johann Groß ist für das Seminar aus Nürnberg angereist. Auch ihm liegt die Gesundheit seiner Angestellten am Herzen. Durch den steigenden Leistungsanspruch wird es immer wichtiger, die gesundheitlichen Aspekte mit in den Beruf, vor allem als Führungskraft, in sein Team zu transportieren. Deswegen war es mir besonders wichtig, hier neue Erkenntnisse mit in meine Filiale zu nehmen. Mit dem Seminar will die Targobank ihre Führungskräfte für die eigenen und die gesundheitlichen Probleme ihrer Angestellten sensibilisieren. Dabei gehe es laut Jürgen Reinhold um mehr als bloße Fehlzeitenverringerung. Es geht nicht nur um die Frage der Fehlzeitenreduzierung, ehrlich gesagt, war nie wirklich das Hauptziel, sondern wir haben gesagt, das kann eigentlich nicht sein, dass unsere Mitarbeiter, die hier Großes leisten, darunter leiden und womöglich deswegen dann psychische Belastungen haben und Ausfälle haben und. Und haben dann gesagt, wir müssen da wirklich anders rangehen und daraus dann ein Programm gemacht. 2 Tage drücken die Filialleiter in der Akademie die Schulbank und lauschen dabei gebannt dem Vortrag von Kursleiter Michael Kastner. Theoretische und praktische Übungen finden im Wechsel statt. Den Teilnehmern soll auf diese Weise der Zusammenhang zwischen Leistung, Führung und Gesundheit vermittelt werden. Dabei gibt es für die Führungskräfte einiges zu beachten. Wichtig ist, die Leute anzuregen, zu inspirieren, in neue Dynamiken reinzubringen, dass sie also lernen, selbst Probleme neu zu erkennen, sich entsprechende Lösungswege auszusuchen und nicht einfach nur mit Zahlen zu führen oder in gewohnten, getrampelten Pfaden weiterzulaufen. Und wichtig ist, dass sich was tut. Das ist meine größte Sorge der Nachhaltigkeit. Denn es ist völlig normal, dass Verhalten versandet. Das kennen Sie vom Silvester-Effekt. Sie nehmen sich was vor und was passiert? Gar nichts passiert. Es geht also um eine gewisse Nachhaltigkeit. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir a. kleine Häppchen anbieten, die konkret umsetzbar sind. Und b. die Leute sich nicht zu viel auf einmal vornehmen, sondern immer ein Häppchen durchziehen, bis es automatisiert ist wie Zähne putzen und sich dann das nächste Häppchen vorknüpfen. Für den Mediziner und Diplompsychologen geht es bei Gesundheit um mehr als Sport, gesunde Ernährung oder die richtige Körperhaltung. Vollständige Gesundheit unterteilt er in 4 Welten. Also wir unterscheiden immer zwischen dem körperlichen Aspekt, also richtige Haltung, Ernährung und so weiter. Das ist relativ easy. Viel wichtiger oder schwerwiegender halte ich halt die Geisteswelt der Kognition, der Denk- und Wahrnehmungsprozesse. Dann die Lebenswelt der Gefühle, wie gehe ich mit Angst, Ärger und so weiter um. Und dann die 4. Welt der persönlichen, sozialen Bindungen und Beziehungen, wie kommuniziere ich mit den Leuten, wie motiviere ich die Leute und so weiter. Also wenn man das in so einem Gesamtbild sieht, dann sind also die üblichen Dinge des Gesundheitsmanagements wie Möhren in der Kantine oder mehr Bewegung zwar wichtig, aber lächerlich klein im Vergleich zu dem, was man an geistigen, emotionalen und sozialen Prozessen bearbeiten muss. Trotzdem ist Bewegung nicht zu unterschätzen. Vor allem für Menschen, die am Arbeitsplatz wenig körperlich aktiv sind, ist Sport ein guter Ausgleich. Und da man als Führungskraft als gutes Beispiel vorangehen sollte, stand am Ende des Tages gemeinsames Joggen auf dem Lehrplan.